Berlin feiert, Unterbrücken schämt sich. Der FCS vergeigt das nächste Spiel gegen einen Abstiegskandidaten und versinkt im grauen Mittelmaß. Herzlich willkommen zur Sportarena an diesem Samstagnachmittag. Ja, was ist nur los mit dem ersten FC Saarbrücken? Bis Mitte März auf Aufstiegskurs und dann der große Knick. Pokal aus und Negativlauf in der Liga. Bei unserem FCS-Reporter Frank Grundhefer hört seit gestern Abend das Smartphone nicht mehr auf zu bimmeln. Die Fans schlagen Sturm. Der FCS funkt Alarm. Der FCS wirft das Handtuch im Kampf um Platz 4. Also man erkennt überhaupt kein Spielsystem. Ich kenne im Moment ein bisschen im Strahlkörper. Dabei ist der Anfang gestern okay. Jänicke liefert mal wieder Lieferservice mit Säge. Sieht nach einem lockeren Berlin-Trip aus. Genau, 10 Minuten habe ich gesagt, okay, gut, die hauen mir du halt 4-5-0 weg. Aber, dann, ich verstehe, wir machen 1-0 und dann plötzlich Witter geben mir das Spiel aus der Hand. Ich verstehe das nicht, was die sich dann denken. Denken die, ja, Gott, 1-0 reicht ja. Keine Ahnung, ich habe im Moment nicht so wirklich Worte dafür. In der ersten halben Stunde haben wir gefühlt 40 Eckbälle gehabt. Da hätte ich ja jedes Mal keine Bier holen gehen. Dann wäre ich natürlich in der Halbzeit tot gewesen, aber nee, das geht nicht. Ich weiß gar nicht, was die trainieren. In der Tat, die Standardschwäche maximal auffällig. Maximales Pech hat der FC dann auch. Becker muss früh raus, Zellner übernimmt. Und nur ein paar Minuten später kracht's dann richtig. Uafero und Batz, beide kurz ausgenockt. Beide werden aber beim Kontern nicht gebraucht. Kerber clever, Günther Schmidt packt dann die Laufschuhe aus. Und schließlich Ernst mit einer selten guten Hereingabe. Günther Schmidt kann man schon mal einnicken, so ein Ding. Für Uafero ist dann Schluss. Tölke kommt für ihn, Daniel Batz kann mit Turban weitermachen. Hälfte 2. Jänicke verpasst seinen zweiten Treffer knapp. Der FC hatte seine Chancen. Aber dann Nachspielzeit. Zunächst Böder unsauber. Und hier hätte man schon mal über ein Foul an Kerber nachdenken können. Macht Schiri Bokop nicht. Der eingewechselte Hovi darf ungehindert Meter machen. Scheu kann die Hereingabe nicht verhindern, dann Hovi mit dem Siegtreffer. Und die Fragen der Fans werden nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand formuliert. Wieso Scheu 90 Minuten lang spielt, ist mir ein absolutes Rätsel. Also das kann keiner verstehen. Ist aber halt ein Trainer sein Liebling. Das ist so etwas, was mir gar nicht gefällt. Keine Einzelmeinung. Warum Robin Scheu gestern links verteidigt, es wird das Geheimnis von Uwe Koschinat bleiben. Die Zeiten werden härter für den Coach. Gilt auch für den ein oder anderen Spieler. Die Kritik wird langsam immer lauter. Da müssen definitiv neue Leute her. Da brauchst du mal einer. Keine Ahnung, wie Wunderlich oder Schnatterer in Mannheim. So Leute brauchen wir mal. Eine gute Nachricht hält der Abend aber dann doch noch bereit. Daniel Batz wird in einem Berliner Krankenhaus genäht. 7 Stiche. Er funkt aber Entwarnung trotz Scheißabend. Der FCS 0 Punkte aus den letzten beiden Spielen. 0 Punkte gegen Abstiegskandidaten. Der erste FC Saarbrücken. Er funkt Alarm. Ich könnte im Moment ein bisschen im Strahlkotzen. Ja, Fans und Spieler sind tief frustriert. Trotzdem freuen wir uns, dass Julian Günther Schmidt heute hier in der Sportarena zu Gast ist. Hallo. Hallo. Ja, ich nehme an, nach dem Spiel gestern, die Rückfahrt war nicht ganz so angenehm. Heute früh angekommen. Wie sind so die Nachwehen, die noch mitschwingen nach dieser Pleite? Die Rückfahrt war alles andere als angenehm. Ich glaube, wir sind gestern am Spiel noch die ganze Nacht zurückgefahren. Die Stimmung auch im Bus ist dann
eher bescheiden. Da hört man dann fast schon jedes Streichholz fallen irgendwann mal. Ich glaube, man hat gestern einfach gesehen, dass wir momentan einfach nicht in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Dass egal was, egal wo, irgendwo wieder ein Prozentpunkt fehlt, um Punkte einzufahren. Und das tut enorm weh. Und vor allem jetzt gerade in der wichtigsten Phase der Saison. Warum ist ausgerechnet jetzt die Mannschaft so eingebrochen? Wenn wir mal zurückblicken. Mitte März wart ihr noch voll dabei im Aufstiegsrennen. Dann Pokal aus, jetzt 6 Pflichtspiele ohne Sieg. Was ist da passiert? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die letzten 6 Spiele, kein Sieg eingefahren, ist eine absolute Scheißserie. Und das gerade mit der Ausgangslage, die wir hatten. Das haben wir uns alle in der Mannschaft auch deutlich anders vorgestellt. Wir können es jetzt nicht mehr ändern. Das ist jetzt so, wir müssen es annehmen. Und ich glaube, erklärbar ist das so richtig gar nicht, auch für uns. Zumal jetzt auch relativ kurz nach dem Spiel gestern schwer da Antworten zu finden. Aber wie schon gesagt, letzten Endes kriegen wir es momentan nicht auf den Platz, Spiele zu gewinnen, so wie wir es in der Hinrunde hinbekommen haben. Und ja, da muss man dann nach Erklärungen suchen und auch Lösungen finden und das zeitnah. Wir haben es ja gerade jetzt im Beitrag von Frank Grundhefer auch gehört. Die Fans fragen sich natürlich auch, was für ein System spielen die denn eigentlich? Können Sie da vielleicht mal Licht ins Dunkel bringen? Was ist das für ein Fußball, für den Uwe Koschinat steht, für den der 1. FC Saarbrücken jetzt in dieser Saison eigentlich stehen möchte? Weil man sieht es wirklich nicht so konkret. Ja, ich glaube, wir stehen für einen ehrlichen Fußball, wenn man das so sagen kann. Wir wollen körperbetont Fußball spielen, einen schnellen Fußball in die Spitze suchen. Mhm. Wir hatten damit lange Zeit punktetechnisch Erfolg. Die letzten 6 Spiele, glaube ich, hat man gesehen, dass wir Schwächen haben. Unser Problem ist es, glaube ich, dass wir es einfach nicht hinkriegen, ein Spiel mal zu kontrollieren. Dass wir zu wenigen Phasen im Spiel einfach Spielkontrolle haben. Bemerkenswert auch nach den beiden Derby-Pleiten gegen Kaiserslautern. Da hat Uwe Koschinat auch schon so ein bisschen offiziell und öffentlich die Mannschaft auch angezählt. Jetzt wenn wir mal auf die Auswechslung gucken, gestern von Sebastian Jakob auch, der alles andere als zufrieden war. Also gefühlt so aus der Ferne betrachtet, wirkt so ein bisschen, als wäre so die Chemie so ein bisschen angeknackst zwischen Trainer und Mannschaft. Wie nehmen Sie das wahr? Ich glaube, man ist nie, man freut sich nie, wenn man ausgewechselt wird als Spieler, weil man spielen will. Glaube ich aber auch, wenn man die Bilder jetzt gesehen hat, es ist die Regung von den Spielern jetzt nicht überdramatisch oder so. Man ist angefressen, wenn man ausgewechselt wird, weil man der Mannschaft helfen will. Das ist auch gut so. Ich glaube, wenn man zufrieden wäre, wenn man ausgewechselt wird, relativ früh im Spiel, dann stimmt auch was am Charakter des Spielers nicht. Von dem her, ja, glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwas dramatisch ist an den Bildern, was man gerade gesehen hat von den Auswechslungen. Ja. Nee, war jetzt so mein Eindruck. Jetzt sind noch 2 Spiele. Saison ist eigentlich mehr oder weniger gelaufen. Worauf fokussieren Sie sich jetzt noch? Also was ist denn jetzt noch so ein Minimalziel, die letzten beiden Spiele? Weil Platz 4 ist ja im Endeffekt seit heute nicht mehr zu erreichen. Ja, Spiele zu gewinnen. Also wir sind Fußballer, weil wir Spiele gewinnen wollen und es ist ein Wettkampf. Und letzten Endes geht es trotzdem noch um Punkte. Und es ist enorm wichtig für uns auch einfach, die Saison positiv zu beenden. Und ich glaube, es wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wir mit einer Negativserie von 8 sieglosen Spielen die Saison beenden und somit in die neue Saison starten müssen. Und dementsprechend ist die nächsten Wochen absolut jeder gefordert, Leistung zu bringen. Und wir müssen schauen, dass wir die nächsten 2 Spiele gewinnen. Klingt jetzt blöd, ich weiß, das war eigentlich schon vor den letzten Spielen der Fall. Ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit 8 sieglos spielen, die Saison beenden und das in die neue Saison mit reinschleppen. Dann erstmal herzlichen Dank für den Besuch. War bestimmt nicht einfach nach diesem Spiel. Und ja, alles Gute, Julian Günther Schmidt. Dankeschön. Vielen Dank, danke. Ja, und damit schauen wir auf die Ergebnisse. Die ersten beiden Ergebnisse haben Sie gesehen. Wir machen weiter. Die Münchner Löwen gewinnen 3:0 gegen Havelse. Meppen verliert gegen die Würzburger Kickers mit 2:4. Halle, Viktoria Köln trennen sich unentschieden. Freiburg 2 schlägt Osnabrück mit 4:1. Verl gewinnt mit 3:0 gegen Wehen Wiesbaden. Und dann schauen wir noch auf die Tabelle der dritten Liga und sehen ganz oben weiterhin der 1. FC Magdeburg. Dahinter gibt es einen Wechsel. Braunschweig jetzt auf 2. Dahinter der 1. FC Kaiserslautern könnte theoretisch noch eingeholt werden. Von den Münchner Löwen muss ja noch ein Spiel aussetzen.
Und dann schauen wir noch auf den ersten FC Saarbrücken. Mittlerweile auf Platz 7 in der Tabelle. Und dann werfen wir natürlich auch noch den Blick runter in die Abstiegszone, denn da ist schon wieder eine Entscheidung gefallen an diesem Wochenende. Viktoria Berlin hat sich ein bisschen nach oben geschoben, Verl noch mit guten Chancen, aber die Würzburger Kickers sind abgestiegen.